This is my life. Donnerstag, 18 Uhr, Zeit für den Call-in von Yes We Cancer. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ich bin Susanne und ich bin die Neue im Team von Yes We Cancer hier in den Call-ins und ich freue mich sehr, dass ich ab und zu in der nächsten Zeit hier immer mal wieder vorbeischauen kann. Ihr habt gerade schon gesehen, was für ein Thema wir uns heute vorgenommen haben. Es geht um Palliativmedizin. Wie kann man das Leiden lindern? So haben wir die Sendung heute genannt, aber es soll eigentlich nicht nur um das Leiden gehen, sondern auch in erster Linie um Lebensqualität. Wie kann man es schaffen, wenn man eine Diagnose unheilbar hat, diese Zeit, die einem bleibt, möglichst angstfrei, schmerzfrei und mit guter Lebensqualität selbstbestimmt zu gestalten? Wie kann man Mut machen? Was kann die Palliativmedizin leisten? Was können die Hospize leisten? Und was kann man sonst noch tun für Palliativpatienten und ihre Angehörige? Mut machen wollen wir bei Yes We Cancer natürlich immer. Und deswegen sprechen wir auch über die Dinge. Heute unter anderem mit Professor Dr. Winfried Hardinghaus. Er ist Chefarzt am Franziskuskrankenhaus in Berlin. Er ist Palliativmediziner und außerdem der erste Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Und er setzt sich schon seit über 25 Jahren dafür ein, dass Menschen ein würdevolles Leben bis zu ihrem Ende führen können und hat für dieses großartige Engagement auch schon das Bundesverdienstkreuz bekommen. Er ist uns heute zugeschaltet. Professor Hardinghaus, hallo. Ich freue mich sehr. Wunderschönen guten Abend. Ebenso. Herzlich willkommen. Ja, und außerdem haben wir eine Dame eingeladen, die mit ihm sehr eng zusammenarbeitet. Das ist die Ärztin Dr. Negin Karimian. Sie arbeitet an der Uniklinik in Berlin als Hautärztin, hat Krebspatienten und engagiert sich auch schon seit geraumer Zeit für Yes We Cancer. Hallo Negin. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Negin ist also auch an Bord. Und dann haben wir hier noch den Mutmacher schlechthin. Er ist Autor, Musiker, Songwriter und Moderator und heißt Dada Peng. Er hat vor allen Dingen viel Erfahrung in der Sterbebegleitung junger Menschen. Er engagiert sich seit über 20 Jahren für die Palliativ- und die Hospizarbeit und hat unter anderem die Initiative Superhelden fliegen vor gegründet. Und was da dahinter steht, das werden wir nachher noch erfahren. Hallo Dada. Hallo für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, und außerdem haben wir auch noch eine Betroffene, eine Palliativpatientin eingeladen, weil sie uns einfach so beeindruckt hat mit dem, was sie in den Kommentaren in der App, in der Yes-App geschrieben hat. Wir wollten sie unbedingt heute mit in die Sendung nehmen und kennenlernen. Das ist Sigi und die schalten wir später dann auch noch dazu. Außerdem versuchen wir natürlich, alle eure Fragen, die uns über alle möglichen Kanäle erreicht haben, einzubinden. Das war eine ganze Menge. Es kann sein, dass wir nicht alle schaffen, aber wir werden auf jeden Fall alle Fragen an unsere Experten weitergeben und die werden dann auch beantwortet. Jetzt komme ich aber erstmal zu Professor Hardinghaus. Sie haben vor, ich glaube, über 25 Jahren die Initiative Hospiz- und Palliativinitiative Spes Viva gegründet und engagieren sich so lange schon dafür, sind eigentlich einer der Pioniere der Hospizbewegung und der Palliativbewegung in Deutschland. Hat für Sie eigentlich der Tod schon den Schrecken völlig verloren? Nein, dafür bin ich selbst ja auch Mensch und wenn ich an den Tod denke und wenn ich an meine eigene Endlichkeit denke, so hat es zwar im Moment keinen Schrecken, aber das kann sich von Tag zu Tag ändern, je nachdem, ob und wie weit man betroffen ist. Wohl aber weiß ich, und das ist beruhigend, dass ich, wenn ich an einer chronischen Erkrankung sterben sollte, heute nicht mehr leiden werden müssen. Also keine körperliche Qual haben muss, keine Luftnot, keine Schmerzen, keine Übelkeit oder zumindest im geringen Maße, sodass es erträglich ist, sodass ich in Würde und den Frieden Abschied nehmen kann, auch von meinen Angehörigen mich verabschieden kann. Die Gewissheit habe ich. Insofern hat der Tod auch einen Schrecken verloren. Das kann man sagen. Warum haben Sie damals angefangen, was war Ihre persönliche Motivation, sich so dafür zu engagieren? Ja, das war zum einen das Erlebnis,
dass immer noch Patienten zum Sterben, und man glaubt es heute kaum, aber damals war es noch so, zum Sterben in Badezimmer abgeschoben wurden. Allein sterben mussten in unmöglicher Umgebung. Da standen Infusionsstände herum, da standen Gerätschaften herum. Das war eine absolut würdelose Situation bei vielen Patienten im Krankenhaus. Und ich war damals schon Chefarzt einer inneren Abteilung. Das konnte ich so nicht mit ansehen. Außerdem gab es auch in der Medizin und der Pflege noch viel aufzuholen. Viele Patienten, die Schmerzen hatten, bekamen nicht ausreichende Schmerztherapie zu der Zeit noch. Man hatte Angst vor Morphin, vor Abhängigkeiten, was heute alles längst widerlegt ist. Das waren eine Handvoll Gründe, die aber reichten, um mich dort näher mit zu befassen, als ich merkte, dass in Deutschland dort noch große Lücken, insbesondere in den Krankenhäusern, gab. Nun haben wir in der Recherche für diese Sendung ein bisschen festgestellt, dass ganz viele Leute nicht richtig informiert sind. Das fängt schon beim Wort Palliativmedizin an. Also für die meisten Leute ist es wirklich so, das klingt, als würde der Tod jeden Moment an die Tür klopfen. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Manche Menschen leben jahrelang als Palliativpatienten, habe ich mir sagen lassen. Wir haben dazu zum Beispiel auch einen Kommentar auf Facebook bekommen, der mich wirklich sehr erstaunt hat. Den lese ich kurz vor. Ja, hier steht das schon. Ich kenne eine Dame, die seit 30 Jahren palliativ behandelt wird und mittlerweile über 70 ist. Palliativ heißt weder, dass man umgehend stirbt, noch dass man bettlägerig sein muss und keine Freude mehr am Leben haben kann, schreibt Petra. Ist das denn eine Ausnahme? 30 Jahre Palliativ ist eine Ausnahme, aber warum soll es nicht auch Ausnahmen geben? Und jeder Mensch hat die Chance, eine Ausnahme zu sein oder zu werden. Warum denn nicht? Im Allgemeinen ist es so, dass es sich um Menschen mit Krankheiten handelt, die irgendwann zum Tode führen werden. Da muss man schon ehrlich und offen sein. Aber das kann eine lange Spanne sein. Und wir wissen heute, je früher wir eine palliativ heißt also ummantelnd, umsorgend, nicht mehr ursächlich behandelt, je früher wir eine palliative Behandlung beginnen und Begleitung, desto besser können die Menschen leben und tatsächlich nach neueren Studien auch etwas länger leben sogar. Und das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Also palliativ nicht etwa was für die letzten Stunden ausschließlich, kann auch mal sein, in Extremfällen. Aber die längere Begleitung in Würde, das ist das Kennzeichen einer palliativen Versorgung. Was würden Sie sagen, in zwei Sätzen, ist das Selbstverständnis der Palliativmedizin? Das Selbstverständnis ist die Würde des Menschen anzuerkennen. Und die Würde des Menschen würde ich definieren als das Typische am Menschen selbst, das Es, das Sein. Dass man diese Persönlichkeit des Menschen respektiert und achtet und ihm die letzten Tage, manchmal Stunden, manchmal Monate, manchmal auch Jahre, wie wir gehört haben, so angenehm wie möglich gestaltet, dass eine Selbstbestimmung seinerseits möglich ist und dass er tatsächlich sogar auch noch Freude am Leben haben kann. Dadurch in erster Linie, dass er nicht leiden muss und dass er teilhaben kann an den Mitmenschen und an der Umgebung. Das hat ja auch sehr viel mit Liebe und mit Wärme zu tun. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen ein bisschen das Gefühl haben, sowas werde ich doch im Krankenhaus nicht finden. Ja, das findet man heute auch im Krankenhaus. Man findet das natürlich nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in ambulanten Einrichtungen, in Hospizdiensten, in stationären Hospizen, beim Hausarzt. Da sagen Sie etwas ganz Richtiges. Wir müssen alle Techniken lernen, wir müssen alle Medizin lernen, wir müssen Pflege lernen, wir müssen mit Kathetern umgehen können. Das ist alles wichtig. Die wichtigste Eigenschaft aber im Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen ist die Empathie und, wie Sie sagen, die Liebe. Und man darf hier ruhig von Liebe sprechen. Man darf sogar von christlicher Nächstenliebe sprechen. Auch das würde hier passen. Ein Weg zum besseren Umgang mit dem Thema Tod und Sterben ist mit Sicherheit auch Kommunikation und Information. Ich habe eben schon gesagt, viele Menschen sind nicht so richtig informiert. Können Sie denn nochmal die Strukturen so ein bisschen erläutern, wie das ist zwischen der Hospizarbeit, der Palliativarbeit? Ab wann ist Palliativmedizin überhaupt zuständig und wie sind da die Verknüpfungen? Also der Begriff Palliativ heißt ummantelnd, umsorgend. Nur 40% der Deutschen kennen diesen Begriff. So hat eine Umfrage, die der von mir geleitete Verband vor kurzem durchgeführt hat, ausgesagt. Und da gibt es verschiedene Strukturen. Fangen wir da an, wo ich arbeite, auf einer Palliativstation im Krankenhaus. Da ist die Kompetenz gebündelt von Pflegenden, von Ärzten, von Schwestern, Physiotherapie, multiprofessionell, auch Ehrenamtliche. Die dürfen wir ja diesen Zusammenhang überhaupt nicht vergessen. Auch junge Ehrenamtliche,
was uns freut. Hier ist auch ein wichtiger Faktor, dass man Zeit hat. Zeit und Ruhe, auf die Patienten einzugehen, anders als es sonst im Krankenhaus der Fall sein kann. Es gibt auch eine konsiliarische Versorgung in Krankenhäusern, aber die Stationen sind die intensivere Versorgungsform. Dann gibt es die stationären Hospize. Der kleine Unterschied zwischen den Palliativstationen und den stationären Hospizen ist eigentlich der, dass wir im Krankenhaus die Patienten immer wieder entlassen wollen. Das ist das Ziel, ist nach Hause, in eine spezielle Versorgung zum Beispiel, spezielle ambulante Versorgung oder in ein Hospiz oder in ein Pflegeheim. Während im stationären Hospiz die Menschen von vornherein wissen, hier bleibe ich bis zum Ende des Lebens. Auch nicht immer, auch da gibt es Ausnahmen. Aber im Allgemeinen wäre da die Lebenserwartung so bis etwa zu einem Jahr. Wichtig noch in diesem Zusammenhang, wir sprachen über Informationen. Nur 18%, also oder jeder fünfte Deutsche weiß, dass die stationäre und auch die ambulante Hospizversorgung für den Betroffenen kostenlos ist. Wird, wenn die Indikation besteht, auch vollkommen von den Krankenkassen übernommen. Viele Menschen meinen, oh, das geht an mein Portemonnaie, oh, das kann ich gar nicht bezahlen. Es gibt zwar auch Spenden, die dafür verwandt werden, aber in erster Linie werden die Kosten von den Krankenkassen übernommen. Dann gibt es die große Sparte der ambulanten Versorgung, der ambulanten Palliativversorgung, der Hospizversorgung, weil wir auch wollen und möchten, dass die Menschen dort sterben können, wo sie es dann möchten. Und bei den meisten ist es immer noch zu Hause. Und da hat sich in den letzten Jahren, vielleicht auch durch unsere Politik, viel getan und viel gebessert, dass gerade die ambulante Versorgung verbessert werden konnte. Sie haben es eben schon erwähnt, Palliativ kommt von dem lateinischen Wort palliare, das heißt mit einem Mantel umhüllen. Das ist ja eigentlich eine schöne Idee. Das klingt auch tröstend, ist aber, glaube ich, für viele vielleicht am Anfang nicht so richtig das, was weiterhilft. Wir haben dazu auch Kommentare bekommen. Einer ist von Caro. Egal, wie man es umschreibt, schreibt sie, als ich neulich erfuhr, dass ich ab jetzt palliativ bin, hat es mich umgehauen. Bisher war jede Behandlung auf kurativ bei mir ausgelegt. Damit konnte ich gut umgehen und alles gut ertragen. Ummantelt, umsorgt zu sein, hilft mir nicht. Bei mir ist nicht mehr heilbar abgespeichert und das empfinde ich als grausam. Sie hat 3 kleine Kinder und möchte die gerne aufwachsen sehen. Schätzt es aber sehr, was die Palliativmedizin leistet und es ist gut, dass es das gibt. Ein Kommentar von Melli an der Stelle. Auch sie erlebt ständig, dass viele entsetzt sind, wenn ich sage, dass ich Palliativpatientin bin. Fast alle denken, man klettert jeden Moment in die Kiste. Das ging schon so weit, dass jemand zu mir sagte, mit dir freunde ich mich besser nicht eng an, denn du bist ja bald nicht mehr da. Herr Hardinghaus, wie schafft man es denn, jemandem in so einer Situation Kraft zu geben? Indem man sich ganz auf ihn einstellt, indem man auf Augenhöhe ihm nahe kommt, sich als Partner anbietet, zuhört und nochmal zuhört und einfach für ihn da ist. Dann kommen mitunter schon Gespräche vom Betroffenen selbst ausgehend. Und das kann ruhig Wut sein, Verzweiflung sein und Trauer sein. Das darf man als Arzt und auch als Pflegeperson durchaus mitempfinden. Man darf durchaus auch Mitgefühl haben. Es gibt meistens verschiedene Stadien. Irgendwann, wenn vielleicht auch das Leiden fortschreitet, kommen Menschen doch dahinter. Ältere können es zugegeben, manchmal besser als Jüngere, dass die Lebenskurve sich doch zu Ende neigt und dass man dann aber sich freuen kann, tatsächlich auch freuen kann, wenn man in Würde gehen kann, wenn man sich von den Lieben um sie herum verabschieden kann, wenn man vielleicht noch Dinge erledigen kann und sich auch durchaus umsorgen lassen kann, was auch angenehm sein kann. Ich möchte gar nicht von schön reden, aber was wirklich würdevoll und angenehm sein kann. Ich denke mal, dass die Zusammenarbeit mit einem Team auch ganz wichtig ist, vor allen Dingen auch mit anderen Ärzten. Denn viele Leute kommen ja nicht sofort auf eine Palliativstation. Die haben ja vorher schon ein ganzes Stück des Weges hinter sich. Wie wichtig ist für Sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit, zum Beispiel auch mit Ärzten wie Dr. Negin Karimian? Also die Palliativmedizin und die hospizliche Versorgung ist immer eine Teamarbeit. Auf den Stationen im Krankenhaus bis hin zur Psychologie, zur Seelsorge, zu spirituellen Möglichkeiten. Das gilt natürlich auch für Ärzte und für Ärztinnen. Und da habe ich besonders, ich sage jetzt mal Negin, obwohl ich weiß, dass sie Karimian heißt, sehr geschätzt gelernt in der Charité, in der Hautklinik. Sie hat uns irgendwann mal Patienten verlegt und wir haben dann eine
gute Zusammenarbeit entwickelt. Wir tauschen uns aus, wir tauschen uns vor allen Dingen auch menschlich aus, auch über die Schicksale der Patienten. Gestern noch über die Patientin, über die wir gesprochen haben. Sie wissen, wen ich meine. Die Patientin hatte noch Schwierigkeiten in der Krankheitsverarbeitung, weil sie immer eine sehr selbstständige Kauffrau war und eine Drogeriekette geleitet hat in Berlin. Wenn wir uns darüber austauschen und uns auch absprechen, welche Ziele wir mit den Patienten verfolgen, wo wir sie hinbringen möchten, wo wir sie geleiten wollen, ich will nicht sagen führen wollen, aber manchmal auch führen, dann ist es eine sehr schöne, auch notwendige Zusammenarbeit. Fachlich sowieso, ich verstehe nichts von Haut in Anführungsstrichen. Insofern profitiere ich sehr von, auch von der Persönlichkeit von Dr. Karimian und anderen Ärzten natürlich auch. Da ist sie auch schon. Hallo Negin, nochmal. Sie haben wahrscheinlich auch mit vielen Patienten zu tun, die in Ausnahmesituationen sind, haben wir gerade schon gehört. Wie gehen Sie damit um? Im Rahmen meiner dermatologischen Ausbildung durfte ich viele metastasierte Patienten betreuen oder darf ich immer noch betreuen. Und da auch nochmal vielen Dank an Professor Hardinghaus, mit dem ich immer sehr, sehr gerne zusammenarbeite und der mir auch selbst in schwierigen Situationen, die auch für mich schwierig zu verarbeiten waren, für meine Patienten sehr geholfen hat mit seiner jahrelangen Erfahrung. Und ja, wie geht man damit um, wenn man seinen Patienten sagen muss, dass man quasi in einer palliativen Situation ist oder vielleicht wenig Therapieoptionen hat? Für mich als Ärztin gehört das einfach dazu, nicht nur die Patientinnen und Patienten in guten, sondern eben auch in schwierigen Zeiten zu begleiten. Das gehört für mich zum Arztsein, aber oder auch Menschsein dazu. Was können Sie denn für die Patienten noch tun, wenn die kurative Behandlung an ihre Grenzen stößt, wenn Sie jemanden überwiesen haben, zu Professor Hardinghaus meinetwegen oder ins Hospiz? Was können Sie da noch leisten? Wie können Sie da noch zusammenarbeiten? Also natürlich in erster Linie bespricht man die Patienten gemeinsam, die Therapieoptionen, die es noch gibt. Und das Entscheidende ist, auch mit den Patienten ganz offen über alles zu sprechen. Die Patientinnen und Patienten fühlen sich doch immer wieder auch übergangen oder das habe ich selbst persönlich noch nicht erlebt, aber klar auch von extern oder auch im stationären Setting. Und deshalb, da ist es auch wichtig, mit den Patienten offen zu kommunizieren und dass sich die Patienten gut aufgehoben fühlen. Für mich endet die Versorgung meiner Patienten nicht, wenn sie das Krankenhaus verlassen, sondern ich versuche dann noch weiter den Kontakt zu halten und auch mit den weiterbetreuenden Ärzten oder Pflegern noch über die Patienten zu sprechen und auch mit den Angehörigen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Was raten Sie denn Patienten, die eine schlechte Prognose haben? Ab wann sollte man mit einer Palliativbehandlung beginnen oder ab wann sollte man begleitend beginnen? Man hört immer wieder, es wird zu spät gemacht, es könnte früher mehr Erfolge bringen. Was raten Sie denen? Ich denke, dass die Palliativmediziner so früh wie möglich mit ins Boot geholt werden müssen. Das heißt, sobald ein Patient eigentlich in dieser palliativen Situation ist, sollte man sich interdisziplinär austauschen und mir sind nur Fälle bekannt, von denen die Patientinnen und Patienten profitiert haben. Das heißt, dieses Stigma, dass die Palliativmediziner nur quasi zum Sterben, zur Sterbebegleitung da sind, das stimmt ja so gar nicht. Und deshalb auch heute dieser sehr wichtige Call-in und diese Aufklärung über das Thema Palliativmedizin. Deshalb kann ich nur ganz stark und auch an meine Kolleginnen und Kollegen da draußen appellieren, dass die Palliativmediziner früh mit ins Boot geholt werden. Manche Patienten sind ja auch nicht unbedingt zufrieden mit der Behandlung. Ne? Also wir sind ja auch dafür, dass man selbstbestimmt entscheiden sollte, was mit meinem Körper passiert, möchte ich auch irgendwie selbst in der Hand haben und zwar bis ich von der Erde gehe. Das sieht, glaube ich, jeder Mensch so. Und wir haben einen Kommentar oder eine Frage bekommen von einer Zuseherin, das ist Birgit. Sie schreibt: Ich bin als Palliativpatientin eingestuft und kam mit einer bestehenden Medikation, die auch hilft, auf diese Station. Warum, so frage ich mich, muss man bei einer Lungenkrebsgrad 4 Erkrankten noch Experimente machen, sprich Fentanyl absetzen und gleichzeitig auch noch Oxycodon verringern? Mich interessiert nicht, wie der Arzt persönlich dazu steht, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe ein Recht auf eine wirksame Schmerzlinderung, oder? Also mich persönlich hat das wirklich angegriffen, als ich das gelesen habe, weil
das ist ja ein schreckliches Problem, weil man hat ja das Gefühl, dass diese Frau nicht wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis zu ihrem Arzt hat, oder? Was macht man denn so? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man offen über alles kommuniziert. Und wenn die Patientin das Gefühl hat, dass sie nicht gut aufgehoben ist oder dass sie ihrem Arzt nicht vertraut, dann ist es manchmal besser, doch nochmal das Gespräch zu suchen. Und wenn das nicht hilft, auf jeden Fall vielleicht einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin aufzusuchen. Einfach, weil das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient die Basis für die weitere Therapie bildet. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist das sehr, sehr schwierig. Daher bin ich dafür, dass man versucht, das natürlich alles offen anzusprechen, aber wenn es nicht klappt, dann hat sie natürlich ein Recht darauf, sich auch einen anderen Arzt zu suchen. Mich erschreckt das total tatsächlich, also so zu lesen, und das tut auch weh. Und ja klar, sie hat ein Recht auf Schmerzlinderung, sie hat ein Recht darauf, keine Schmerzen zu haben. Und die Möglichkeiten haben wir ja heute in der Medizin, zum Glück. Professor Hardinghaus, das ist ja auch das letztendlich, das Recht auf Schmerzlinderung, worum es eigentlich geht, oder? Das ist doch das Ziel, dass man Lebensqualität hat und dass man diese letzte Zeit so erleben kann, dass es sich gut anfühlt noch für einen selbst, oder? Durchaus, Sie sprachen von Recht. Es gibt tatsächlich ein juristisch verbrieftes Recht auf Schmerzfreiheit und Schmerzlinderung. Und wir können das auch erzielen. Es gibt ganz wenige Ausnahmefälle, wo wie in jeder Therapie auch mal etwas unbefriedigend ist. Aber im Allgemeinen können wir jeden Menschen wirklich schmerzfrei machen mit vielleicht am Ende auch mal unkonventionellen Methoden. Das gehört ja auch dazu. Es sind nicht immer nur Medikamente. Es ist nicht nur immer die Gespräche. Es sind auch manchmal Klangtherapie, Aromatherapie, Hundetherapie bieten wir beispielsweise an. Also individuelle Möglichkeiten, um einen Menschen einzufangen, einzuholen und ihn mitzunehmen und in eine geborgene Umgebung zu betten. An der Stelle muss ich vielleicht nochmal erwähnen, wir haben natürlich auch einige Kommentare bekommen, in denen ging es um ganz spezielle Medikationen. Die können wir nicht alle hier jetzt behandeln, aber wir werden alle diese Fragen und Kommentare auf jeden Fall weitergeben und die werden dann von unseren Experten auch noch behandelt. Aber wir gehen jetzt nicht auf jeden Einzelfall ein, so viel Zeit haben wir auch gar nicht. Ich denke mal, wenn ich das mir überlege, was diese Frau jetzt geschrieben hat, dass sie unglücklich ist mit ihrer Schmerztherapie und was anderes braucht, vielleicht hat sie auch gar nicht die Kraft, sich da jetzt noch so zu behaupten und quasi mit dem Fuß aufzustampfen und sagen, die Methode hilft mir nicht, ich will was anderes. Aber da können ja dann vielleicht auch die Angehörigen helfen, kann ich mir vorstellen, die den Betroffenen dann supporten können. Nun haben Sie ja auch, Negin, bestimmt viel mit Angehörigen zu tun. Ich kann mir vorstellen, manche sind auch überforderter mit der Situation als der Betroffene selbst, wenn die erstmal eintritt. Wie kann man denn Angehörige supporten bei sowas? Auch hier hatte ich viele schwierige Situationen tatsächlich in meiner Laufbahn bisher, wo Angehörige auch viel mitbestimmen wollten und auch manchmal über den Kopf hinweg von dem eigentlichen Patient. Und auch hier ist es ganz wichtig, das ist, glaube ich, irgendwie ganz zentral, offen mit den Patienten zu sprechen, vielleicht auch mal mit den Patienten allein zu sprechen oder die Angehörigen, also verschiedene Settings auszuprobieren. Und die Angehörigen sind natürlich auch überfordert und leiden mit. Deshalb auch hier wieder ein Appell, irgendwie auch eine Psychoonkologie frühzeitig mit einzubinden, die auch einen ganz wichtigen Bestandteil in der Versorgung von palliativmedizinischen Patienten darstellt. Und ja, ich selber habe immer noch Kontakt zu Angehörigen von verstorbenen Patienten, die mir auch sehr, sehr am Herzen liegen. Und erst gestern hat mir einer wieder geschrieben, wie es mir geht und dass die oft an die Situation zurückdenken. In Vorbereitung auf dieses Treffen hatte ich das ja auch kurz erwähnt, dass ich häufiger die Mutter einer verstorbenen Patientin zitiere, die auch im Franziskus Klinikum auf der Palliativstation verstorben ist, die dann auch gesagt hat, das war das Schrecklichste, was ihr im Leben passieren konnte, aber schöner hätte sie sich das nicht vorstellen können. Und das hat mir persönlich auch viel Ruhe gegeben, weil wir halt über Jahre hinweg viel kommuniziert haben, offen gesprochen haben und das auch gezeigt hat, dass Vertrauensverhältnis mit den Angehörigen auch sehr, sehr wichtig ist. Das kann ich mir vorstellen.
Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. So, einmal Luft holen. Oder ein Wasser trinken. Ja, das habe ich gemacht, das war der Fehler. Komm. Okay. Kannst gerne mal vorbeikommen. Ja, die Geschichte, was Sie gerade erzählt haben mit der Mutter von der jungen Frau, die gestorben ist, die ist wahrscheinlich, ja, die ist wirklich wahrscheinlich für Sie dann auch als Ärztin ein Erfolgserlebnis. Ne? Man hat ja in so einer Situation wahrscheinlich wenig Erfolgserlebnisse. Ne? Man kann ja nicht mehr helfen ab und zu. Erfolgserlebnis ist, glaube ich, ein schwieriges Wort tatsächlich dafür. Im Endeffekt wollen wir alle unseren Patienten oder wir Mediziner unseren Patienten so gut es geht helfen, egal in wer was für einer Situation. Und klar hat mir das irgendwie Ruhe gegeben. Auch in meinen letzten Gesprächen mit der Patientin war sie sehr offen und hat gesagt, sie ist jetzt den Weg gegangen, hat gekämpft und viel versucht und jetzt schafft sie es nicht mehr, aber sie ist mit sich im Reinen. Und das gibt einem natürlich ganz, ganz viel. Ja, nicht allein zu sein mit dieser Krankheit ist, glaube ich, für viele Menschen ganz wichtig. Den Support von Angehörigen, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Wir haben durch die App jemanden kennengelernt, der hat uns unheimlich beeindruckt und das ist Siggi. Siggi hat einen Kommentar in die App geschrieben, in dem sie schrieb, dass sie mit ihrem Mann eigentlich in dieser Woche ans Meer fahren wollte, weil sie jetzt die Zeit, die sie hat, gerne mit ihm gemeinsam genießen möchte. Und wahrscheinlich findet sie auch viel Rückhalt in ihrer Familie. Und Siggi haben wir spontan gebeten, dass sie heute zum Call-in dazukommt. Und hier ist sie jetzt. Hallo Siggi. Wie geht's Ihnen heute? Hallo. Heute habe ich wieder einen sehr guten Tag. Ich war gerade mit meinem Mann vorm Call-in noch spazieren. Wir wohnen hier sehr ländlich und können sehr schön rausgehen in die Natur. Und das nutzen wir auch aus. Und je nachdem, wie es mir geht, gehen wir halt eine größere Runde oder eine kleinere. Sie haben Ihre Diagnose erst im September vergangenen Jahres bekommen. Wie lange hat es gedauert, bis das bei Ihnen eingesunken ist? Am Anfang habe ich gedacht, dass das eine Sache ist, ich werde operiert, weil wir eben drüber gesprochen haben, ich habe ein Leberkarzinom in der Leber. Oder ein Gallengangkarzinom in der Leber und erst hieß es noch, ja, wir gucken mal, vielleicht können wir das operieren. Dann bin ich auch in eine besondere Studie gekommen, um eben eine neue Operationstechnik auszuprobieren und in diesem Rahmen wurde ein MRT gemacht, was halt mehr in die Tiefe geht. Und da haben die halt rausgefunden, dass der größte Tumor 19 cm schon groß ist und dass einfach jede Sektion der Leber betroffen ist, dass die Pfortader durchbrochen ist, dass die Leberkapsel betroffen ist und dass ich da einfach gar keine Chance hätte, wenn ich operiert werden würde, dann wäre das mein sofortiges Ende. Und da ich wohne in Oldenburg, das ist Oldenburg in Oldenburg und das ist alles sehr klein hier. Mein Krankenhaus ist quasi 100 Meter von meinem Onkologen entfernt. Mein Radiologe, der die regelmäßigen CTs macht, ist auch 100 Meter weiter. Also man kann quasi zu Fuß alle erreichen. Und die sitzen auch einmal in der Woche in einer Tumorkonferenz zusammen. Und da hat der Professor, der mich operieren wollte, eben sofort gesagt, ich kann hier nichts mehr für Sie tun. Wir müssen sofort palliativ starten. Und sein Büro hatte einen Termin gemacht für in 14 Tagen mit der Chemo zu beginnen und hat gesagt, das ist viel zu spät, der ist so groß und der Krebs ist wirklich sehr, sehr aggressiv. Der ist ja quasi mit der Akte über die Straße gelaufen zum Onkologen und hat direkt für den nächsten Tag einen Termin für mich gemacht und dass ich sofort mit der Chemo starten konnte. In der onkologischen Praxis ist auch ein Riesenglücksfall, arbeitet der Papa von einer sehr, sehr guten Freundin meiner Tochter, den kenne ich also seit Jahren, seit Kindergarten an sozusagen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis. Und wir haben von Anfang an eben ganz offen darüber gesprochen, wie meine Lage ist. Und es war auch von Anfang an klar, wenn die Chemo jetzt nicht sofort greift, habe ich noch 4 Monate. Und dann kann man halt nichts mehr machen, weil dieser Krebs einfach sehr, sehr aggressiv ist und sehr, sehr schnell gewachsen ist. Innerhalb von 4 Wochen von 4 auf 19 cm. Und die Chemo hat aber angeschlagen und wir haben das zum Stoppen gebracht. Und meine Ärzte oder mein Onkologe staunt sowieso, dass meine Werte trotz dieses Befundes, der wirklich sehr krass ist,
sage ich mal, noch so in Ordnung ist. Das ist aber, weil ich einfach immer ein sehr robuster Mensch war und immer sehr gesund war und fit. Und daher habe ich da ganz gute Voraussetzungen. Und jetzt ist einfach das Thema, das anzuhalten. Und wir haben das jetzt schon so lange geschafft. Das ist schon, also wäre ich nicht behandelt worden, wie gesagt, dann wäre ich nicht mehr. Und ich rechne jetzt jeden Tag als Tag plus. Weil ich weiß, wenn ich jetzt irgendwo anders gelebt hätte, niemand hätte das festgestellt. Also mein Hausarzt zum Beispiel, der war auch super, der hat einen Ultraschall gemacht und hat das gesehen und hat das nur vermutet und hat sofort für mich einen CT-Termin gemacht, ein erstes, und im Krankenhaus einen Termin gemacht. Das würde man ja so schnell auch nicht bekommen. Man würde ja quasi einen Zettel kriegen, würde irgendwo einen Termin machen, in 8 Wochen würde man den dann bekommen als normaler Kassenpatient. Und dann wäre die Zeit mir schon davongelaufen. Und die haben wirklich alle Hand in Hand gearbeitet. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich, wirklich großes Glück gehabt, dass ich so engagierte Ärzte an meiner Seite hatte, die mich von Anfang an wirklich toll begleitet haben, die untereinander sich gut vernetzt haben, die sich untereinander auch alle kennen, weil das einfach hier sehr klein ist und die wissen alle Bescheid. Und haben von Anfang an versucht, quasi so den besten Weg für mich zu finden. Also einmal eine Chemo zu starten, um den Krebs zu stoppen. Da haben wir jetzt leider schon die dritte durch. Und ich bin jetzt auf einer medikamentösen Behandlung, weil einfach die Chemo nicht mehr angeschlagen hat. Ich habe auf ein Chemomittel auch allergisch reagiert. Und mein Onkologe hat aber gleich quasi so einen Test gemacht. Ich habe eine BRAF-Mutation in den Zellen, also nochmal was ganz Seltenes. Und er konnte quasi dadurch ja nochmal eine Geschichte starten, die eigentlich für schwarzen Hautkrebs gedacht ist. Die Frau Doktor wird das kennen. Und da bin ich, zieht auch meine Krankenkasse mit und alle versuchen eben mir zu helfen. Und da bin ich total dankbar, weil ich genau weiß, also ich habe früher auch im Ausland gelebt, dass das woanders nicht selbstverständlich wäre. Also würde ich jetzt irgendwo leben, wo ich keine Krankenversicherung habe, wo ich diese super medizinische Versorgung nicht habe, dann wäre ich heute nicht mehr. Und da bin ich einfach total dankbar für, dass ich dieses Glück habe, in dieser blöden Situation quasi hier zu leben. Es braucht mit Sicherheit gute Ärzte, es braucht ein gutes Netzwerk, aber es braucht auf jeden Fall auch einen mental sehr starken Menschen, und das sind sie, glaube ich. Also zumindest kommen sie für mich so rüber, und das habe ich auch aus dem Kommentar, den sie geschrieben haben, oder den mehreren Kommentaren, wo sie auch noch anderen Leuten versucht haben zu helfen, die sich gemeldet haben bei uns in der App, was sie geschrieben haben. Wie haben Sie denn, also Sie haben sich offensichtlich nicht lange mit Schockstarre aufgehalten, sondern haben gleich für sich geguckt, okay, so ist es jetzt, was können wir tun? Wie haben Sie das für sich geschafft, damit so umzugehen und zu sagen, okay, ab jetzt ist Qualitätszeit? Also wir haben natürlich, am Anfang waren wir auch alle geschockt. Also mein Mann, meine Tochter und ich. Wir haben auch eine psycho-onkologische Beratung aufgesucht und haben da wirklich Rotz und Wasser geheult, weil natürlich die Situation ist beschissen, das kann man mal so ganz klar sagen. Und da darf man auch als Familie weinen und darum trauern. Aber dann kam für mich ziemlich schnell der Punkt, will ich mich jetzt in dem als Opfer ergeben oder will ich das jetzt für mich in die Hand nehmen und sagen, ich mache jetzt aus dem, was ich an Zeit habe, das Beste und nutze meine Energie nicht, um zu jammern und zu trauern um das, was ich nicht mehr kann und was ich nicht mehr habe, sondern meine Energie lieber zu bündeln für das, was ich noch machen möchte. Also ich habe auch viele Einschränkungen mittlerweile durch die vielen Medikamente. Ich habe mit Neuropathien zu tun, ich bin schon öfter die Treppe runtergefallen und muss mich wirklich konzentrieren, wenn ich irgendwelche Dinge tue. Ich kann meinen Beruf im Moment, wahrscheinlich wird das auch nicht mehr werden, nicht mehr ausüben, weil ich einfach nicht mehr, ich war im Vertrieb tätig, nicht mehr so viele Dinge gleichzeitig quasi kopfmäßig gehandelt bekomme. Aber das ist jetzt eben so. Und ich war schon immer Mensch, dass ich gesagt habe, wenn Dinge, die ich nicht ändern kann, die nehme ich an und versuche, das Beste aus der Situation zu machen und meine Energie lieber dafür einzusetzen, etwas Gutes daraus zu machen und gute Tage zu haben. Ich habe auch schlechte Tage, wo es mir schlecht geht. Aber dann nehme ich mir die Zeit, ich lege mich hin. Ich habe eine super Familie, die hier quasi alles am Laufen hält. Ich habe Gott sei Dank natürlich auch keine kleinen Kinder. Das sieht sicherlich für Leute, die wirklich mitten gebraucht werden für kleine Kinder,
sicherlich anders aus. Und da ist die Schwierigkeit, die brauchen noch viel mehr Netzwerk, um das alles zu bewerkstelligen. Und ich kann mir halt die Auszeit nehmen. Aber dann kämpfe ich mich auch wieder durch, um wieder gute Tage zu haben. Also ich habe eine Zeit lang eine Chemo bekommen, wo ich so eine Pumpe hatte über 3 Tage. Und dann war es wirklich der vierte, fünfte Tag, der war wirklich schwer. Und man musste wirklich sich wirklich in den Hintern treten, sage ich mal, dass man wieder so eine Spaziergehrunde macht. Aber ich wollte das unbedingt, weil ich habe darauf hingearbeitet, die Woche danach ist eben die gute Woche. Und die will ich unbedingt haben. Und die ganze Energie habe ich dafür eben genutzt. Und das ist mir total wichtig. Also eben nicht mich aufgeben und die Abwärtsspirale, weil das kommt irgendwann. Ich weiß, dass das irgendwann sein wird. Aber ich hoffe, dass eben die jetzige Behandlung anschlägt, dass wir das auf diesem Stadium vielleicht einfrieren können und dass ich dann dadurch halt noch ein bisschen Zeit gewinne und weitermachen kann. Für meine Angehörigen ist das Ganze viel schwieriger. Wäre für mich persönlich auch als Angehörige, weil ich nur zugucken kann. Das ist schwierig. Also die bemühen sich immer und betüdeln mich auch und so. Und ich lasse die das auch machen, weil denen das einfach gut tut. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwer als Außenstehender, wenn man jemanden lieb hat, zuzugucken, wie es dem dann geht und quasi nichts tun zu können. Und ich muss das auch nochmal unterstreichen mit den Medikamenten. Also man sollte wirklich keine Scheu haben. Ich habe da eine sehr gute Betreuung. Ich nehme auch Morphin als Retard-Medikament, was so quasi den Schmerzpegel sozusagen auf einem erträglichen Level hält. Trotzdem gibt es immer Schmerzattacken. Das ist auch völlig normal. Und da habe ich dann nochmal extra Morphin, was ich quasi dann nutzen kann. Und das nutze ich auch. Ich hatte da auch erst große Bedenken. Habe das aber ablegen können durch meinen Onkologen, der hat mir auch gesagt, du brauchst da keine Angst vor haben. Das darfst du jetzt auch. Du musst alles tun, was dir gut tut und was deine Situation verbessert und wo du sagst, du hast es schmerzfrei. Auch diese ganzen Übelkeitsgeschichten mit den Medikamenten, mit den Chemotherapien, da habe ich auch wirklich tolle Unterstützung bekommen. Also ich habe immer gesagt, das ist mein Cocktail, da kriege ich die Pina Colada und eben das noch dazu. So, und also auch die Betreuung in der onkologischen Praxis, wenn man das alles ambulant ja abwickelt, die sind freundlich, die lachen unheimlich, da wird unheimlich viel gelacht und Späßchen gemacht und so. Und das finde ich auch total wichtig, dass man einfach den Humor nicht verliert, weil man ist ja noch da und man will ja leben. Und ich habe einfach total Lebenshunger. Dann bewahren Sie sich diesen Spirit noch möglichst lange und ich drücke Ihnen die Daumen für jeden Tag. Ich bin echt beeindruckt, wie positiv und tatkräftig Sie heute hier bei uns sind. Finde ich echt super. Eine Frage noch. Können Sie sich vorstellen, irgendwann zum Beispiel in einem Hospiz zu sein oder werden Sie so lange ambulant sein, bis es nicht mehr geht? Also ich denke, dass wir das hier zu Hause schaffen werden, weil ich einfach ein gutes Umfeld habe, eine gute Familie und meine Tochter ist schon 19, also und mein Mann, dass die das mittragen. Aber ich finde ein Hospiz, also ich kenne einige Bekannte und Freunde, die eben dann im Hospiz gestorben sind. Ich finde das eine super Sache für die Leute, die einfach dieses Netzwerk nicht haben. Und das ist ja leider heute oft der Fall. Und da finde ich das wirklich eine gute Alternative, einfach menschenwürdig und ja nicht alleine sterben zu müssen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Also ich habe im Krankenhaus auch eine Patientin kennengelernt, die hatte selber Lupus. Das ist ja so eine Autoimmunerkrankung. Und die ist mit ihrem Vater in dieser Corona-Zeit im Pflegeheim, war das nicht möglich, ins Hospiz gezogen, gemeinsam. Und sie konnte trotz ihrer eigenen Erkrankung, also zu Hause hätte sie das nicht geschafft, ihren Vater quasi die letzte Woche begleiten und konnte quasi da mit ihm im Bett liegen und kuscheln und ihn wirklich gehen lassen. Und das war für sie eine ganz positive Erfahrung. Deswegen finde ich Hospize unheimlich wichtig. Mhm. Siege, ich danke Ihnen erstmal bis hierhin für Ihre Erlebnisse, die Sie mit uns teilen. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft und drücke Ihnen alle Daumen, Professor Hardinghaus. Das ist jemand mit einer richtig tollen Einstellung, oder? Würden Sie auch empfehlen, Ihren Patienten so lange wie möglich die ambulante Versorgung wahrzunehmen?
Das ist so, wie es jeder für sich möchte. Das ist ganz unterschiedlich. Wenn jemand möglichst lange zu Hause bleiben möchte, dann ist das ganz prima. Das wird ja auch von vielen Einrichtungen dann unterstützt. Ein gewisses soziales Umfeld, da haben Sie oder hat unser Gast völlig recht, gehört dazu, wenn man völlig allein lebt in einem Single-Haushalt, wie es ja heute in vielen Großstädten vor allen Dingen der Fall ist das oft dann sehr schwierig natürlich. Aber an sich, wenn das möglich ist, je länger man zu Hause bleiben kann, umso schöner ist es für die meisten. Aber auch ein Hospiz kann zu Hause sein. Ja, Sigi hat ja auch gerade gesagt, ein Hospiz ist auch eine super Sache. Und an dieser Stelle möchte ich dann jetzt auch gerne unseren vierten Gast mit reinholen, nämlich Dada Peng, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Er engagiert sich schon sehr, sehr lange in der Hospizbewegung, ist 2020 auch für seine Arbeit vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband, also von Professor Hardinghaus, ausgezeichnet worden. Und er hat eine Initiative gegründet, die heißt Superhelden fliegen vor. Dada, erzählen Sie mal ein bisschen darüber. Was ist Ihr Anliegen mit dieser Initiative? Ja, sehr gerne. Also nur ganz kurz zur Richtigstellung. Also der Deutsche Hospiz- und Palliativverband hat mich schon, glaube ich, 2014 ausgezeichnet. Das ist schon ein bisschen länger her, aber trotzdem freue ich mich da immer noch genauso drüber wie damals. Ja, meine Initiative, die ist daraus entstanden, dass ich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel im Hospizbereich unterwegs war, nachdem ich mein erstes Buch vom Leben und Sterben veröffentlicht habe, wo ich auch über meine eigene Hospizarbeit erzählt habe. Ich habe selber auch 3 Jahre im Hospiz gearbeitet. Und durfte dann einfach mit ganz vielen Hospizvereinen kooperieren und die haben mich eingeladen, auch in ihre Vereine und habe mir dann auch dort die Hospize selber angucken dürfen. Und mir ist halt aufgefallen, dass wirklich vor allem für ältere Menschen es ganz tolle Angebote gibt und es gibt ganz tolle Angebote für Kinder. Da gibt es ja dann auch wirklich Kinderhospize, die dann auch ganz anders aufgestellt sind. Aber so für junge Erwachsene, Heranwachsende und auch für jung gebliebene Menschen, sag ich mal. Also heute ist man mit 50 ja nicht mehr so alt, wie das vielleicht mit der Nachkriegsgeneration noch war. Da gibt es verhältnismäßig wenig Angebote, die auch beispielsweise digital sind oder die ja gerade auch durch eine vernünftige und funktionierende Palliativmedizin genutzt werden können. Also alles, was ich jetzt auch mit der Initiative versuche umzusetzen, das hat zur Grundlage, dass wirklich es flächendeckend eine gute, funktionierende Palliativmedizin gibt. Und mit der Initiative möchte ich einfach nur ja, mediale, künstlerische und auch andere Hilfsangebote schaffen, insbesondere für junge Menschen, die halt Palliativpatienten sind oder halt auch für deren Angehörige. Ganz konkret, was fehlt im Hospiz für jemanden, der 14 ist, zum Beispiel? Was muss da unbedingt hin? Naja, also 14-Jährige werden noch ganz viel auch in Kinderhospizen aufgefangen. Ich glaube, da ist dann genauso gerade die Schwelle. Aber ich hatte schon auch gerade im ländlichen Raum mit Hospizen zu tun. Und das ist jetzt nicht irgendwie 10 Jahre her, sondern 2 oder 3 Jahre her, wo es halt kein Wi-Fi gab, beispielsweise. Oder dann auch eher ein Mensch ärger dich nicht Spielstand als jetzt unbedingt eine PlayStation. Und gerade auch, sagen wir mal, für die Menschen, die digital unterwegs sind, das sind ja die ersten, meisten 14-, 15-, 16-Jährigen schon, gibt es halt auch verhältnismäßig wenig Angebote, was auch vielleicht eine Begleitung angeht, ja, weil beispielsweise auch das darf man jetzt mit Berlin und Köln und Hamburg und so nicht vergleichen, aber gerade wenn ich im ländlichen Raum unterwegs war und halt ein junger Mensch erkrankt war und auch gerne eine Sterbebegleitung nehmen wollte, dann waren ganz viele Hospize wirklich manchmal auch verzweifelt und haben gesagt, dem würden wir so gerne helfen, aber er möchte schon ganz gerne auch jemand in seinem Alter haben oder er möchte halt schon ganz gerne auch mit jemandem sprechen, der seine Sprache spricht, der weiß, was ist Instagram, der weiß, welche, weiß nicht, Songs sind heute irgendwie aktuell. Und da überlege ich halt gerade, wie man das am besten umsetzen kann und wie man vielleicht auch digitale Angebote schafft. Ja, das ist super toll auf Ihrer Website. Ich habe mir das heute angeguckt. Das ist total inspirierend. Also, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen muss oder sich damit beschäftigt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da reinzugucken. Also, ich fand es wirklich, wirklich erfrischend. Wie gehen Sie denn eigentlich für sich selber mit dem Thema Tod um, wenn man damit sich so lange schon so intensiv beschäftigt, als doch relativ junger Mensch? Dankeschön. Das ist toll in der Hospizbewegung. Und da wird man selbst in meinem Alter noch als junger Mensch angesehen. Das ist sehr selten der Fall. Aber ich habe wirklich schon als junger Mensch angefangen, halt im Hospiz zu arbeiten mit 24 damals. Und ja, ich habe mittlerweile
halt schon ein recht entspanntes Verhältnis zum Tod, weil auch wenn wir jetzt über Palliativpatienten sprechen, fällt es mir dann schon immer schwer, beispielsweise so wirklich ja zu sagen, oh Gott, euch passiert etwas ganz Schlimmes gerade, weil also wir sind ja alle schlimm und ich sage immer, jemand mit einer lebensverkürzenden Krankheit ist sich dessen in dem Moment immer nur mehr bewusst und ich, der jetzt hier sitzt und ich weiß nicht, habe ich Krebs oder habe ich keinen Krebs oder ich weiß nicht, werde ich morgen von einem Bus überfahren beispielsweise. Also das Leben mit seiner Endlichkeit zu akzeptieren, das hat mir wirklich geholfen im Umgang einfach mit Sterbenden und vor allem auch von vielen Sterbenden halt auch zu lernen. Und ich habe halt ja ganz viel Hospizzeit auch kennengelernt, wo halt gerade die Stimmung, sag ich mal, nicht so ist, wie sich das viele Menschen vorstellen, dass da ja nie gelacht wird, dass da nur getrauert wird. Das gehört mit dazu, weil jemanden zu verlieren ist traurig, das ist auch schwer, das ist auch hart. Aber ich habe ganz viele helle und lichte Momente erleben dürfen in der Begleitung, aber auch in der Erzählung von Angehörigen. Und auch die Sterbensphase kann dank der Palliativmedizin auch eine, ich will jetzt nicht sagen schöne Lebensphase sein, aber eine bereichernde. Was würden Sie sich wünschen für Ihre Arbeit? Wenn Sie einen Wunsch frei hätten. Ja, also ich würde mir mehr Input von der Mitte der Gesellschaft wünschen. Also dass sich einfach aus der Mitte der Gesellschaft die Menschen halt auch zu Wort melden und sagen, okay, wo können wir helfen? Wo können wir uns einbringen? Und vor allem auch, wie wollen wir? Denn das war gerade schon mal, wurde das schon mal angedeutet, dass wenn man selber dann in der Situation ist, wenn man selber dann erkrankt ist, dann hat man wirklich andere Sachen, mit denen man klarkommen muss. Man muss sich mit seiner eigenen Endlichkeit beschäftigen. Man hat auch bestimmt ja ein schlechtes Gewissen, weil man andere Menschen zurücklassen muss und so weiter und so fort. Dann hat man nicht mehr die Kraft, Dinge anzustoßen oder zu sagen, ich möchte gerne dies, ich möchte gerne jenes anders haben. Das müssen wir eigentlich jetzt machen. Und das ist halt auch das, was ich mit meiner Initiative versuche, dass wir uns über den Tod unterhalten, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wollen wir irgendwann mal sterben und dass wir alle Dinge formulieren, die wir uns wünschen würden und jetzt gemeinsam schon beginnen, das umzusetzen. Dann möchte ich diese Frage auch nochmal weitergeben an Professor Hardinghaus. Wenn Sie zurückblicken auf die letzten fast 3 Dekaden, in denen Sie sich mit dem Thema beschäftigen, da werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass sich unheimlich viel schon zum Positiven verändert hat. Und sicherlich können Sie auch ganz stolz sein schon auf Ihre Arbeit. Aber es gibt ja immer Luft nach oben. Was würden Sie sich denn wünschen, zum Beispiel auch von der Politik? Ich würde mir wünschen, dass die Politik sich außer für auch medizinethische oder sozialethische Fragen einsetzt, auch dafür sorgt, und das wäre mein großes Ziel auch als Leiter unseres Verbandes, dass sich in nicht allzu ferner Zeit jeder Mensch an jedem Ort, jedweder Herkunft gut begleitet werden kann am Ende seines Lebens. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Mal gucken, ob Negin auch noch was dazu sagen kann, kurz zum Schluss zu uns. Also mir ist einfach persönlich wichtig, dass eben dieses Stigma nicht mehr, dass wir aufhören, das zu stigmatisieren und sagen, Palliativmedizin bedeutet einfach, Patienten nur beim Sterben zu begleiten, sondern dass die Gesellschaft auch offener dafür wird, zu sagen, okay, Palliativmedizin bedeutet, die Patienten können mit einer sehr, sehr guten Lebensqualität auch lange oder auch kürzer, je nachdem, überleben. Dann danke ich Ihnen jetzt alle für die ja doch ziemlich lange Runde. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Es war unheimlich interessant. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, Sie auch, die alle uns alle zugesehen haben. Mir bleibt noch ein Hinweis. Sie können alle diese Experten wiedersehen, und zwar auf der YesCon. Die findet dieses Jahr statt am 18. und am 19. September. Da gibt es Panels mit Sicherheit auch zu dem Thema Palliativmedizin, denn wie ich heute festgestellt habe, ist das noch ganz, ganz lange nicht auserzählt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.